Ich habe mich dann nach kurzer Bedenkzeit entschieden, dass ich einen Schlussstrich ziehen werde und meine Karriere als Skirennfahrer am heutigen Tag beenden werde. Das ist mittlerweile schon 10 Jahre her. Skisuperstar Hermann Mayer gibt am 13. Oktober 2009 in der Wiener Hofburg seinen Rücktritt bekannt. Und nun, fast auf den Tag genau 10 Jahre danach, hat der Skipensionist in einem Lokal am Wiener Brunnenmarkt ein Pressegespräch abgehalten, um über sein Leben nach dem Skirennsport zu plaudern. Der Grund, um das Ganze jetzt zu machen, sind eigentlich gar nicht diese 10 Jahre. Die 10 Jahre, die haben sich natürlich so ergeben, ja, aber es waren innerhalb dieser 10 Jahre sehr viele Anfragen und immer noch, um alle Anfragen mit Einzelnen zu bearbeiten, fassen wir alle zusammen, jetzt sind 10 Jahre vergangen und darum bin ich jetzt da und gebe Antworten auf Fragen. Gefragt etwa nach seinem derzeitigen Beruf, erklärt Mayer. Ja, es ist ganz einfach, die kommen ja sehr oft eigentlich, diese Formulare, und selbstständig. Und so die Frage, ob man selbstständig schreibt oder selbstständig. Und immer wieder denke ich mir so aufs Neue, aber selbstständig. Das beinhaltet alles und hat sich nichts verändert zu früher. Also ich war früher recht, Gott sei Dank, recht selbstständig. Und von dem her ist es nach wie vor so. Und jetzt trifft es natürlich auch beruflich ganz genau zu. Obwohl, ich könnte natürlich auch meinen Beruf von früher, Maurer, hineinschreiben. Sportler ist immer so eine Sache, das ist so recht vielschichtig und selbstständig trifft es ein bisschen. Seinen damaligen Schritt bereut er jedenfalls nach wie vor nicht. Nein, mir geht gar nichts ab, ich habe eher dazu gewonnen. Also von dem her vermisse ich da überhaupt nichts. Und es ist ja nicht so, dass das für mich eine neue Situation gewesen wäre. Das hat ja immer geheißen, es kommt ein schwarzes Loch und sonst irgendwo. 10 Jahre ist jetzt nicht gekommen, ich hoffe, es kommt im 11. Jahr dann daher. Aber im Endeffekt bin ich ja gewohnt gewesen, vor meiner aktiven Zeit normal zu arbeiten. Also für mich ist ja das keine neue Situation. Nachdem mit Marcel Hirscher nun sein noch erfolgreicherer Nachfolger auch abgetreten ist, glaubt Mayer nicht, dass solche Seriensiege so schnell wiederkommen. Natürlich wird es im Thema, was der Marcel jetzt erreicht hat, schwierig, weil er einfach dieses perfekte Umfeld noch drumherum, das ist schon enorm, was da aufgebaut worden ist. Und ob es sowas nochmal gibt, das glaube ich wird schwierig sein, so ein Umfeld rundherum da zu finden, weil natürlich auch der eigene Vater einen riesengroßen Anteil dabei hat und den hat ja nicht unbedingt jeder immer dabei. Seinem engeren Landsmann traut er allerdings durchaus zu, ein Comeback zu geben. Werden wir sehen. Also die Entscheidung ist gefallen und ist zu respektieren und absolut verständlich, wenn man so lange Jahre da an der Spitze war. Und sollte sich irgendwas nochmal ändern, dann wird es sicherlich eine PK geben.